willkommen zurück zur Beta-Show. Wir sind hier in Ausgabe 10 und mein Name ist Venian, also nicht wirklich, aber ihr wisst schon, wie es ist. Ja, wir haben hier einen Kao Pao Portal Panda, ja. Der kann mich nach Pandaria senden oder zu Hellscream Soap. Das habe ich schon versucht, ist schlecht. Deswegen hier mit dem Hexenmeister, mit dem ich eigentlich gar nicht spielen will. Gucken wir mal, was passiert, wenn er uns zu Pandaria sendet. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht selber. Ja, wir sind hier im Jadewald. Und sind hier. Das ist ja schon mal grundsätzlich schön. Das ist hier ein Portal nach Stormwind. Das ist ein Portal nach Urgrimmar, was nicht funktioniert. Das ist hier ein Worgendruide, anscheinend eine neutrale Stadt. Ich kann hier vermutlich nicht fliegen, ich habe aber eine Karte. Vielleicht, spannend. Ich würde sagen, wir gucken uns ein bisschen das Gebiet an. Ich werde sicherlich auch noch rausfinden, irgendwie, wie man hier im Verlauf questen kann, so dass ich euch hier vernünftig zeigen kann. Vielleicht funktioniert ja auch einfach wieder die Allianz-Questline. Dann würde ich das gleich einmal machen. Oh, guck mal, da ist auch ein Allianz-Gnomen. Was? Gnomenmönch, Level 86? Ja, what the hell? Wie hast denn du das gemacht? Na egal. Gucken wir uns ein bisschen das Gebiet an hier. Schön. Sehr schön. Nicht schlecht. Übrigens hat er mich geleckt, habt ihr das gerade gesehen? Unglaublich, da lecken hier einen Leute, ne? Wie schön das hier ist, ne? Oder? Noch so am frühen Morgen, glaube ich. Wir haben ja gerade hier. Was ist das hier? Serpent Shrine. Da geht's zum Jade-Tempel. Ach, das ist diese Instanz. Guck mal, da kann ich auch so einfach rein. Dann gehe ich da doch mal hin. Geh mal in diese Instanz. Gucken wir uns diese Instanz nochmal an. Na, wir können uns hier eine ganze Menge angucken jetzt. Hinter mir ist auch jemand her. Der Buzzardin. Aha. Also, so sieht das Ganze aus. Ich kann ja nicht fliegen, wie ihr merkt. Ne? Geht erst mit Level 90. Das hier sind irgendwelche Pandaren, die hier als Wächter fungieren. Da vorne ist der Eingang der Instanz. Sehr schön, also so, ich finde immer noch die Optik hier, also das Ganze so an sich sieht einfach toll aus, oder? Also, so stimmig auch, also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gucken wir mal, wenn ich in die Instanz gehe, ob das klappt, ob ich da rein darf. Ich darf ganz offensichtlich vielleicht unter Umständen rein. Ja, ein Ladebalken kommt. Ist jetzt hier der Tempel, also dann kann man sich auch tatsächlich anmelden via, ach guck mal, der hat nichts für mich hier. Ach ja, kann man umstellen hier, All, tatsächlich, All hat er was, da hat er nämlich auch dieses, dieses Teil hier zum Talente wechseln, das ist ganz toll. Und gibt es hier diverse Glyphen zum Beispiel, ne, also diese ganzen Glyphen, die ich jetzt vielleicht nicht habe. Die gibt es dann hier auch zu kaufen. Das ist eine sehr schöne Sache. Ja. Enslaved Demon. All das, was ich halt hier einfach so noch gar nicht besitze. Ja, für die. Ist ja ganz interessant, finde ich. Was haben wir hier zum Beispiel? Achso, das ist eine Bandage. Aber kann ich nicht benutzen. Ich muss nur sagen, er sieht ein bisschen verstörend aus, der Kollege, weil er ist ja groß. Was macht er hier? Ach guck mal, man kann sich hier am Goblin-Barbecue gütig tun anscheinend. Und ja, da würde es jetzt hergehen. Ich würde sagen, schauen wir uns das mal kurz an. Ich habe ja dieses Auge von Kilrock. Ist hier logischerweise unter E wie Eye of Kilrock. Da, und das ist jetzt, glaube ich, gestealthed. Und daher gucken wir mal. Tschung. Deswegen habe ich dich hier mitgenommen, liebes Auge von Kilrock. Wir können uns ein bisschen die Instanz angucken.
wie du so mit Monstern aussiehst. Faszinierend. Davon ist der erste Boss. Der Wise Man. Ja. Den Kampf können wir uns natürlich jetzt noch nicht angucken. Machen wir auch noch. Faszinierend. Ist natürlich nicht Wise Man, sondern Wise Mari. Ja, leider komme ich hier nicht weiter. Ich denke, ja, ich werde in Beta Show 11 spätestens vermutlich diese Instanz einfach mal gemacht haben, beziehungsweise verfolgt auch meine Livestreams. Falls ihr euch das Ganze hier ein bisschen näher anschauen wollt, also nicht dieses Ganze hier, sondern generell das Ganze in Form von ja, mein Levelweg. Ich werde den Paladin ja auf jeden Fall jetzt beginnen zu leveln auf 90. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwo ein Level-Cap haben. Zwischendurch kann ich euch im Moment noch nicht sagen. Und ja, gucken wir aber jetzt erst einmal weiter hier. Die sehen ja lustig aus. Das sind diese Schar, also das sind so Wesen, die aus Ängsten bzw. Wut entstehen. Also wenn Pandas wütend sind, dann erschaffen sie diese Schar, die ihr hier seht. Und ja, ich glaube, jetzt muss ich gleich nochmal ein neues Eye of Kilrock beschwören, weil. Ist aber schön, ne, dass man hier da so rein kann. Gut, hier wäre jetzt, das ist wahrscheinlich dann hier der Boss. Und ja, also das ist ein erster Ausblick hier in die Instanz. Zu der konnte man nämlich einfach hinreiten. Und nun schauen wir uns nochmal die Gegend außerhalb an. Denn das ist ja auch durchaus interessant, beziehungsweise ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Reittier. Nicht, dass ich jetzt hier bei dem viel Auswahl hätte, aber zumindest meinen Hexenmeister-Mount könnte ich ja mal einfach nehmen. Muss ich nicht auf so einen doofen Windreiter hin und her rennen. Da gibt es übrigens die Versammlungssteine noch, ne, wie ihr gerade gesehen habt. Die sind nicht aus dem Spiel entfernt worden. Hexmeister würde ich jetzt übrigens in der Instanz nicht spielen, weil dazu habe ich mich zu wenig damit beschäftigt. Nur falls ihr euch fragt, als was ich mich da anmelden werde, da werde ich mich natürlich als Paladin anmelden. Gucken wir uns dieses Gebiet nochmal an. Also wir sind dort rausgekommen und ja, reiten einfach mal ein bisschen, würde ich sagen, durch dieses Gebiet und schauen es uns an, wie es so aussieht. Ist ja und lassen uns einfach mal auf uns wirken. Sind Gegner, böse Füchse, die uns hier angreifen vermutlich. Ich werde jetzt einfach mal hier durchreiten. Da vorne kommt uns ein Paladin, Mensch-Paladin würde ich mal sagen, entgegen. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Ach, guck mal, das ist ja auch nett hier, oder? So Zelte mit einer Wäscheleine draußen aufgehangen. Nicht schlecht. Wenn die jetzt noch Quests vergeben würden, dann könnte man. Und hier auch diese Bäume mit Orangen. Kann ich mir immer Orangen holen? Jetzt muss ich mal gucken. Also wo bin ich denn jetzt überhaupt rausgekommen? In Dawn's Blossom wahrscheinlich, ne? Weil ich war dann jetzt hier an diesem Tempel der Jadeschlange. Ich gehe einfach jetzt da mal nach unten. Tja, das ist halt hier der Jadewald. Ja. Ich habe extra auf den englischen Client umgestellt. Ihr wisst ja, im Deutschen habe ich immer keine. Oh, das sind aber böse Schweine. Große böse Schweine. Da hinten gibt es Blitze. Gucken wir mal hinten rüber, was wir da so haben. So sieht das also aus. Da gibt es einen Tiger. Und hier Wegweiser. Da gibt es nämlich hier zum Dreamers Pavilion. Valley of the Mad Brewer, also des verrückten Brauers und wieder zurück zum Jade-Tempel auch. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen hier geradeaus. Das führt uns so in die Richtung. Und da gibt es ja dieses Wayward Landing. Das hört sich interessant an. Da gehen wir mal hin. Wobei das wahrscheinlich von Allianz ist, ne? So wie ich mein Glück kenne. Aber einfach mal, um hier einen. Also, was ist diese Beta-Show? Sie soll euch einfach einen Eindruck von diesem Gebiet liefern. Und ja. Einfach mal zeigen, wie sieht dieses Gebiet aus, was gibt es hier. Ich werde natürlich, wie gesagt, im Livestream, den könnt ihr heute im Laufe des Tages, ich denke ab dem Nachmittag, sofern man denn hier wirklich Quests annehmen kann, werde ich definitiv questen. Oh, guck mal hier. Was ist das hier? Sind doch tatsächlich keine.
seid ihr denn? Ach, ihr seid so Hosenaffen. Oh, sie haben mich abgemountet. Die Schweine! Oh, die haben auch viel HP irgendwie. Scheint mir. Können man Impti mal angreifen? Das ist ja frech schon, ne? So, ich mache mal einen Shadow Bolt hier auf sie. So. Jetzt heile ich mich mal gerade selber. Also im Prinzip war das jetzt nicht schwer, mit denen fertig zu werden als Hexmeister. Warum ist der denn eigentlich nicht auf Assist gestellt? Faszinierend. Oh, guck mal, hier gibt's was von dem neuen Stoff. Und dann sammle ich das Geld mal ein. Und ach, jetzt reite ich schon wieder auf dem, aber ist ja auch egal. XP ist übrigens noch immer bei 10 Millionen. Hat sich nicht geändert bis jetzt. Also das ist gleich geblieben. So, dann gehen wir mal weiter gucken. Ach ja, ich wollte ja noch Wayyard Landing, ne, hatte ich ja angekündigt. Und gucken wir uns das mal an, wie das hier aussieht. Sehr schön. Also optisch, ich weiß gar nicht. Es erinnert mich schon so ein bisschen teilweise an die Zangamarschen, aber nur in Ansätzen. Also sehr, sehr schick gemacht. Ja, ich denke, hier werden wir gleich auch doch mal den Nebel sehen. Ja, und das ist natürlich ein Allianzgebiet, ja. Wer hätte das gedacht? Aber na gut. So, sind wir wieder weitergezogen. Da vorne haben wir, oh, das sieht ja ein lustiger Mob aus. Den müssen wir eigentlich gleich mal töten hier. Guckt ihn euch mal an. Ach so, ja, das war vielleicht ein bisschen dumm. Das hier ist ein Cauterize Master Spell, also damit heile ich mich. Das kann ich immer mal anwenden. Ich kriege da jetzt einmal mit Schaden, aber letztlich mache ich halt wesentlich weniger oder kriege ich wesentlich weniger Schaden. Guck mal, mein Fellwichtel hier geht schon richtig ab. Ne? 18.600 XP für so einen Mob. Ich bin natürlich auch ein bisschen rested bis zum geht nicht mehr. Tja. So ist das. Der sah aber schon interessant aus, der Mönch, wie ich finde. Der Mob, wie ich finde. So. So, hier geht es weiter. Ne, hier wollte ich gar nicht hin, aber gucken wir uns das mal an. Dreamers Pavilion, was kann man hier machen? Das sind wahrscheinlich dann so das erste Pandaren-Gebiet. Ja, tatsächlich. Also bis jetzt noch teilweise ausgestorben. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das Gebiet überhaupt schon offen ist. Oder eben nicht, aber das werdet ihr relativ schnell rausfinden. Und da ist ein bisschen was von Nebel, ne? Also auf dem Boden, sehr, sehr schön. Also ich sag ja so, hier an diesen Stellen hat es ein bisschen was von den Zangamarschen, aber auch wirklich, also vielleicht wahrscheinlich nur wegen diesen kleinen Pilzen und diesen Leuchtdingern und diesen Mobs hier, diesen, ne? Fliegendingern. Da denkt man einfach an die Zangamarschen, aber ansonsten ist natürlich weiter hinten, war schon was völlig Eigenes. Oh, hier, Pearlfin Village. Aha. Das sind also. Oh oh. Ja. Hallo. Ich bin dann mal tot. Ja, so seht ihr, kann man hier sterben, wenn man in dieses komische Pearlfin Village läuft. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Keine Ahnung, was das ist. Ich wollte mir das hier nur mal angucken, ja. Aber gleich wird man umgebracht, wenn man ein bisschen neugierig ist. Hm. Die sehen dabei gar nicht so Elite aus, aber wenn man da reingeht, da vorne, der ist ziemlich Elite. Ich meine, Level 90 Elite, da möchte ich mich natürlich auch nicht unbedingt mit anlegen, ja. Gut. Ich reite mal außen rum. So. Wobei das hier noch immer Pearlfin Village ist, da habe ich ein bisschen weiterführende Angst. Ich sollte das mal großflächiger umgehen. Hm. Ja, ich habe erst überlegt, also nehme ich das Ganze auf, hier so völlig unvorbereitet, aber ich finde, einen neuen Kontinent erforschen hat doch auch wirklich nur seinen Charme, wenn man irgendwo reinreitet und getötet wird. Nein, wenn man natürlich das so mit allen... Was ist das denn? Faszinierend. Eine
Schildkröte. Wenn man so mit allen Fasern auch wirklich das Ganze neu erlebt und sich das hier zusammen neu angucken kann. Oh, was ist das denn da hinten? Ach so, ein Pet. Ups. Ich renne hier schon wieder in irgendwelche Mobs rein. Ja. Haben wir schon wieder irgendwelche Hunter-Pet-Bugs, ja? Ganz offensichtlich. Kleiner Hunter, Riesenpet. Ist das nicht Prinzessin Huran? Ja, ich bin hier gefangen in so einem Hosending. Wie komme ich hier raus? Machen wir mal zur Straße, aber da war ich alles schon, ne? Also das ist jetzt irgendwie wenig erquickend. Ich wollte wohin, wo ich noch nicht war. Ich glaube, ich porte mich mal nach Orgrimmar zurück und gehe zu dieser Hellscream's Reach, um von dort aus dann weiterzugehen. Ich melde mich also gleich zurück. So, jetzt habe ich mich hier geportet zu Hellscream's Hope. Auch hier gibt es leider keine tollen Quest-NPCs. Also von daher, ich habe hier halt irgendwas noch nicht. Ich kann hier im Moment nicht questen. Ich habe hier einen Flugpunkt, der übrigens heißt hier der Sauerfang oder Surfang. Auch ganz lustig. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach uns mal hier ein paar Sachen angucken, weiterhin aus diesem Gebiet hinaus. So in die Richtung hinaus. Dann können wir nämlich vielleicht uns auch mal den Übergang zum nächsten Gebiet angucken. Also auch jetzt hier, also wir sind von ganz unten, ja, hier nach oben gerutscht, so als kleiner Hinweis. Ich weiß nicht genau, wo man hier ankommt. Auch das ist ja, wie gesagt, einfach noch ein bisschen ja, verwirrend. Ich werde euch auf jeden Fall jetzt nochmal hier den Berg gleich zeigen und den Übergang schon mal ins nächste Gebiet. Wobei eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir zuerst hier ins Landesinnere gehen, also hierher zu diesem Chungtian Mountain. Ja. Hier unterhält sich aber auch gar keiner irgendwie über das Fehlen von Quests. Von daher scheinen die alle ihre Quests zu haben. Nur, ja, ich gucke hier dumm aus der Wäsche. Aber naja, das sind wir ja gewohnt. Oh, hier ein böser Löwe, der natürlich mich jetzt verfolgen wird. Ich möchte aber hier dieses Bergding. Das sieht so schön aus. Hallo? Darf ich nicht rein? Thunder Paw Refuge. Ist die Tür zu? Macht hier mal auf. Lasst mich ein. Lasst mich ein. Ne, wollen sie nicht. Was ist denn hier? Guck mal da. Sieht ja lustig aus. Naja. Pfiou. So nur eine Reitmaut im Moment. Oh, wer ist er? Auch lustig. So was wie ein Stinktier oder so, ne? Keine Ahnung. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Also sehr schön irgendwie. So alles. Wie gesagt, ich persönlich finde das Ganze sowieso sehr stimmig von der Organisation. Ach, guck mal, hier ist eine Frau mit Quest. Endlich mal. Wenn ich jetzt auch hier mal so hochgehe, jetzt sind wir in diesem Lager hier oben. Chuntian. Achso, das ist ein Kloster. Aha. Hallo. Ja, gucken wir uns mal dieses Kloster an. Faszinierend. Gibt es auch noch Flugpunkte? Oder das ist hier oben. Wie komme ich denn da jetzt da wieder hin? Ist wahrscheinlich daher gemusst. Aha, hier ein paar Mönche, die hier. Ne? Ich finde, das einzige Problem bei so Pandaren, die sehen sich schon sehr ähnlich irgendwie. Aber naja. Ich muss die ja vielleicht nicht unbedingt auseinanderhalten. Ich habe keine Ahnung. Im PvP einfach, ne? Rot ist tot, oder wie sagt man? Das ist zumindest für mich ein bisschen schwer, die teilweise auseinanderzuhalten. Und hier sind wir jetzt wirklich in dem Kloster, also sehr, sehr schön. Optisch eine Augenweide, dieses Gebiet hier. Da ist ein Anvil, oh, ein Händler, mal sehen, was der verkauft. Was verkaufst du, mein lieber Händler? Nichts. Ach, aber auch hier gibt es wieder. Aha. Ist ja auch neu, dass man bei Händlern eben einstellen kann.
was man, ob man was irgendwie für seine Skillung halten möchte, ne? Tja, schön. Also, ne, die Häuser, ich finde, mag diesen Stil. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich weiß ja, ne, hier Kitty Pandan, Net On, sagen viele andere. Ich persönlich kann dem überhaupt nicht zustimmen. Ich mag diesen Stil. Ich finde, das sieht schick aus. Das hat was. Oh, hier eine große Glocke. Und da ist auch ein Flugmeister. Sehr schön. Den werde ich wahrscheinlich gleich nochmal benutzen. Ja, Quest gibt es hier ja noch nicht. Daher fliege ich einfach mal wieder zurück. Beim Fliegen zurück zu Hellscreams Reach. Und da konnte ich jetzt auch dann zum Dornblossen. Hier, ne? Der andere Content übrigens von Pandaria ist hier, ist einer. Das ist anscheinend so der Startkontinent. Dann haben wir hier ja noch einen. Da. Zwei, also wir sind jetzt bei drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück, ja. Sieben einzelne Gebiete. So, fliegen wir mal nach Hellscreams. Oh, guckt mal, dafür ist das gedacht. Ah, das ist quasi das Taxi, was einem transportiert hier. Ja, schick, schick, schick. Sehr schick, wie ich finde. Gucke ich mich jetzt mal ein bisschen um. Ich blende mal das Interface auch weiter aus, damit ihr mal euch das Ganze anschauen könnt. Ja, wenn es jetzt natürlich, also eine bessere Tageszeit hätte ich mir vielleicht vorstellen können, aber ansonsten, ja, gefällt mir Pandaria so als Kontinent hier erstmal sehr gut in einer ersten Betrachtungsweise. Wobei man ja sagen muss, dass es jetzt doch noch, also hier, es hat zwar Ähnlichkeiten zu dem Kontinent, wo jetzt auch die Schildkröte und so weiter drauf ist, aber nicht gänzlich, ne? Also das definitiv. So, jetzt sind wir wieder in Hellscreams Reach und wir wollten ja in das nächste Gebiet einmal vordringen, damit wir uns das schon mal angucken können, während ja, wir klären, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Dann werde ich gleich noch, nur als kleiner Ablaufplan, falls ihr bis jetzt schon geguckt habt und das ein bisschen langweilig findet, wie ich mir einfach hier ein Gebiet entdecke, wird es so sein, dass ich mir die Allianz-Quests angucke zu. Also ob es die schon gibt, die Allianz-Quests eben, um hier nach Pandaria zu kommen. Das werden wir uns noch anschauen. Wird eventuell hier hintergeschnitten, wenn es da was gibt. Wenn nicht, werdet ihr. Was ist denn hier jetzt? Das ist ein feindliches Dorf. Ja, es sieht so aus. Oh, da greifen wir schon die ersten an. Ich würde ja gerne aber noch an diesem feindlichen Dorf. Ach, ich reite einfach mal durch. Zur Not muss ich einfach kämpfen. Jedenfalls, ja, war das quasi jetzt so die Vorstellung des Jadewaldes. Ich werde natürlich in den zukünftigen Beta-Shows auch die anderen Gebiete so ein wenig mit euch entdecken. Ich werde, sofern es geht, im Livestreams questen. Also auch das auf jeden Fall nicht verpassen. Auf venom.eu Livestream. Ich habe da einen Twitch-Channel, den könnt ihr auch abonnieren. Das ist auch venion.eu einfach, ja. So heißt der bei Twitch. Aber solltet ihr auch, wenn ihr unter venom.eu/livestream. Oh. Oh nein, ich bin ja schon wieder in so einem. Scheiße. Mist. Wie komme ich denn hier vernünftig raus aus der Geschichte? Also, die kämpfen ja alle gegeneinander, ne? Hey. Ich bin nur ein friedlicher Ork. Naja, Ork und friedlich, ne? Aber gut, ich wollte halt gucken, ob wir hier in das nächste Gebiet reinkommen. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre hier so ein Quest-Knotenpunkt. Vielleicht wird er das ja auch. Kann ja sein, dass es hier einfach unterschiedliche Fraktionen sind, die uns zum jetzigen Zeitpunkt aber noch gar nicht mögen. Haben wir hier die Dunkin' Drowns. Ja. Übrigens, Szenarien stehen leider noch nicht zur Verfügung. Ja. Logischerweise auch noch kein neuer Raid. Dafür muss man erst Level 90 werden. Ja, hier komme ich noch nicht ins nächste Gebiet. Vielleicht geht es wirklich nur durch das Teil hier. Ich versuche das nicht. Einfach mal. Wo ist denn eigentlich mein. Naja, ich melde mich wieder, wenn ich lebe. So, wir sind jetzt bei der Allianz. Da hinten war kein Durchkommen. Ihr seht es hier. Hier bei der Allianz gibt es tatsächlich ja, zumindest eine Startquest, ne? Tipping the Scales
und noch eine andere. Also scheint man hier im Moment zumindest anfangen können zu questen. Wir werden das noch beobachten. Ich kann euch sagen, der Jadewald steht uns offen. Das ist er, der wunderbare Jadewald. Und ja, das war die heutige Betashow, beziehungsweise nicht die letzte vermutlich heute. Denn ich habe durchaus vor, noch in die Instanz zu gehen heute, Livestreams zu machen, all das ja. Erwartet euch heute noch im Laufe des Tages. Daher schaut immer wieder mal auf venian.eu vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Venian.